Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video vom Modellbauchecker. Heute geht es mal nicht um das Thema Modellbau, sondern ich habe mir hier so eine kleine Zeitschaltuhr mal genommen und da ist leider die Batterie leer und die muss ich tauschen, damit die wieder funktioniert. Ansonsten könnte ich das Teil natürlich wegschmeißen. Und wie das funktioniert und beziehungsweise wie ich das jetzt mache, das seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. Eine kurze Info noch vorab, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, abonniert meinen Kanal und lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Also bis gleich nach dem Intro. So, ich habe jetzt hier meine Zeitschaltuhr und das erste, was mir aufgefallen ist, was eine Schwierigkeit war, die Schrauben, die hier drin verbaut sind, das sind ganz, ganz komische Schrauben. Also ich habe schon wirklich fast jeden Schraubenzieher, aber die habe ich nicht gehabt. Und das sind quasi so, da bräuchte man so drei Spitzen, die das rumdreht. Also vielleicht kennt auch der ein oder andere diesen Schraubenzieher. Ich weiß jetzt nicht, was das für einer ist, muss ich gestehen. Letztendlich habe ich die jetzt einfach alle rausgebohrt und ja, werde das dann irgendwie anders wieder festigen oder beziehungsweise werde das dann wieder mit neuen Schrauben versehen. Genau, also auf jeden Fall, ich kann es jetzt erstmal aufmachen, so funktioniert natürlich alles, also ist alles intakt. Jetzt mache ich das mal auf, so sieht das Teil von innen aus und wir sehen schon hier den kleinen Egeltäter. Das ist jetzt hier die Batterie, die hier drin ist und die scheint leer zu sein, das werden wir jetzt auch gleich mal messen. Und zwar nehme ich mir dazu mein Messgerät. Das stelle ich mir jetzt auf Volt ein und dann gehen wir einfach mal dran und gucken mal, wie viel das ist. Wie rum ist jetzt eigentlich egal, dann zeigt er entweder nur Minus oder Plus an und wir gucken mal, ob da was drauf ist. Ja, 0,5 Volt, das ist alle, die ist leer, die muss ausgetauscht werden. Ist natürlich schade, weil viele schmeißen diese Dinger dann weg und eigentlich müsste man wahrscheinlich nur ja, die Batterie wechseln und das Ding würde wieder funktionieren. Was mich hier total geärgert hat, ist, ich habe die Zeitschaltuhr gekauft und die hat wirklich so ein halbes, dreiviertel Jahr gehalten und dann war die alle. Also die war wahrscheinlich entweder schon abgelagert oder was auch immer. Genau. Jetzt haben wir hier unten eine Schraube, die, da fangen wir jetzt erstmal mit an. Die schrauben wir jetzt erstmal raus, dass wir die Platine quasi rauskriegen, weil wir müssen höchstwahrscheinlich von der anderen Seite rangehen und müssen die... Ja. Ich empfehle auch immer hier so einen Schraubenfänger quasi mit... Da kann nichts rausfallen, da könnt ihr die Schrauben schön reintun, würde ich euch auch nochmal verlinken, gibt es aber auch in jedem kleinen Schrauberset ist das quasi mit drin. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier noch eine Schraube haben. Haben wir hier noch eine? Ja, hier oben versteckt sich noch eine hinter dem Kabel. Da ist er. Jetzt noch raus. So, jetzt kriege ich nicht ganz raus. Das ist an sich eine Pinzette, die können wir jetzt auch die Zange nehmen. Lege ich gleich mal drauf. Ups. Dann habe ich auch nicht verloren. So, dann ziehen wir uns jetzt mal die Platine hier raus. Dann können wir schon angucken. Hier unten sehen wir schon. Das ist ganz schön fett gelötet hier hinten drauf. Na gut, ist klar, hier soll wahrscheinlich auch relativ viel Strom fließen. Das ist ja dann ein, ja, auch eine Steckdose, 220 Volt. Als allererstes machen wir jetzt aber mal diesen Heißkleber hier weg. Das ist ganz vorsichtig. Ziehen wir den mal weg, damit wir da dran kommen, weil wenn wir nachher löten, würde der mit schmelzen und das wollen wir natürlich nicht haben. So, und jetzt setzen wir dann einfach wieder neuen drauf. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier nichts abreißen. Genau. Ganz vorsichtig. Hier unten sind nämlich noch Kontakte. Die will ich jetzt nicht abreißen. Vielleicht drehen wir das einfach nur mal. Wenn ihr allerdings von sowas keine Ahnung habt, dann macht wirklich nichts an Strom, lasst das sein. Ja, also die Lötstelle hält hier hinten noch, also das ist auf jeden Fall sicher. Aber wie man sieht, das guckt relativ weit raus, also hier würde ich nachher auch wieder Heißkleber drauf machen. So, jetzt müssen wir das Ganze rauslöten, das mache ich jetzt mal. Ich bereite schon mal meinen Lötkolben vor und dann geht es eigentlich schon los. So, los geht's. Wir haben hier eine 1,2 Volt Batterie. Ich habe jetzt hier nur eine, ja, 1,5er, aber das sollte auch funktionieren. Die werde ich jetzt hier reinbringen. Jetzt ist die allerdings hier so ein bisschen so drauf gelötet, dass ich hier ja, das erstmal komplett rausnehmen muss. Und das werden wir jetzt mal versuchen. Und dann nehmen wir uns mal den Lötkolben. So, so sieht das ganze Teil aus. Jetzt habe ich natürlich diese Bauteile hier vorne. Und die möchte ich am liebsten wiederverwenden. Deswegen reiße ich die jetzt einfach ab und versuche die dann auf die andere Batterie drauf zu löten. Ich drehe das so ein bisschen. Zack.
das schon einmal ab. Das war jetzt hinten. Das ist quasi Plus. Ich weiß aber, wie sie dran war. Also das Plus war nach hinten. Also Plus war in die Richtung. So, das machen wir jetzt auf der Seite. Das ziehen wir einmal ab. So, dann haben wir die Papier schon mal raus. Um das nur ein bisschen gerade zu machen. Das ziehe ich jetzt ein bisschen gerade. Also das hier, das ist ein ganz dünnes Blech. Das kann ich ganz schön mit der Hand machen. So. Okay. Dann werde ich das erstmal auf Seite legen. Und jetzt werde ich dann dementsprechend Papier einlegen. Jetzt gucke ich natürlich erstmal, ob die auch Saft hat. Auch wenn sie neu ist, gucke ich mal nach, ob die Saft hat. Aus 1,56, das passt. So. So, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Schauen wir mal. Jupp, das ist an. Also das funktioniert schon mal. Gucken wir mal, dass es auch wirklich fest ist, aber ich denke mal, das sieht gut aus. So viel ist auch nicht gut. Ja, das ist auch immer die Frage, was jetzt für Lötzinn hier quasi verbaut wurde. Ob das gut ist oder nicht. Und wenn das irgendein China-Teil ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann ja. Das ist natürlich auch ein bisschen schwieriger mit dem Entlöten, aber das sieht jetzt nicht so toll aus, aber es ist auf jeden Fall fest. Das ist schon mal gut, das sitzt richtig drin, jetzt kann ich das wieder anschrauben. So, genau, das machen wir jetzt einfach mal. So, Schraube Nummer 2. Die setzen wir jetzt auch rein. Die können wir mal ausmachen, weil ich muss jetzt nichts mehr löten. So. Das Einzige, was ich jetzt machen würde, ist natürlich das hier wieder mit Heißkleber fest. Das mache ich auch. Das hier ein bisschen rein. Und dann nehme ich das Kabel auch ein bisschen halt. Steht nicht so unter Zug. So. Dann machen wir jetzt gleich nochmal so ein bisschen Heißkleber rein. Fest ist. Gut. Dann heißt die schon wieder ausschalten. Und als nächstes müssen wir natürlich wieder die Fassung reinbringen, ganz klar. So wie die drin gewesen sind. Die wackeln ein bisschen. So, dann haben wir einmal das hier. Das ist quasi die, dieses Teil, das kommt so rein. Alles fest. Dann kommt das hier oben rein und dann wird es einfach mal zugeklappt. So, das war's schon. So, jetzt muss ich nur noch neue Schrauben hier reinbringen oder ich mache es dann mit Klebeband fest, je nachdem, wie ich das mache. Und dann bin ich erstmal soweit fertig. Und dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze aus und dann würde das funktionieren. Ich bin auf jeden Fall froh, ich muss mir jetzt keine neue kaufen und das hat wunderbar funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst mir gerne ein Like da. Ich würde mich sehr darüber freuen und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, bis bald vom Modellbaujäger.